Hallo Leute, wir sind endlich in Paris angekommen, denn dieses Wochenende startet das Wochenende, ihr wisst noch, mit Veth, Femme Fatale. Ich konnte ja mit Veth zusammen die drei Gewinnerinnen aussuchen und ja, wir treffen die dann nachher gleich. Wir sind jetzt hier erstmal am Flughafen. Heute ist ja das Deutschlandspiel, ausgerechnet Deutschland gegen Frankreich, was wir jetzt verpassen, weil unser Flug leider 2 Stunden Verspätung hat. Aber im Flugzeug haben die schon durchgesagt, 0-1 für uns. Ich habe Daumen gedrückt. Was jetzt aktuell ist, keine Ahnung. Wir müssen jetzt erstmal unser Gepäck abholen und dann geht's zum Hotel. Und dann sehen wir die anderen. Dann sehe ich auch die Gewinnerin das erste Mal. Und ja, ich bin sehr gespannt. Und ihr werdet natürlich alles auch sehen, also dranbleiben. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Wir sind halt die Letzten. Und wir haben schon eine Goodie Bag bekommen. Am Fatal. Und wir sind halt zusammen mit den beiden gefahren. 2 Schottinnen. Einfach so von hinten gefilmt. Und jetzt gehen wir zum Dinner und sehen alle. Und ich bin ganz gespannt, weil es sind so viele. Also es sind 17 Gewinnerinnen insgesamt und halt von allen, von verschiedenen Nationen. Richtig cool. Das ist so, ja, so richtig Multikulti. Ich liebe das. Bin gespannt und hier sieht es gut aus. Garden heißt das ja irgendwas. Jardin du Marais oder so heißt das Hotel, glaube ich. Everyone says hello, we're just like, oh mein Gott, hey! Hallo! Yes, wonderful! Yay! Yeah. All die hübschen Mädels hier. Oh, da ist sie wieder! Wie ganz schüchtern! Na, wir waren die Letzten. Hallo? Ich habe auch das Bild bei mir. So, das ist die 2. Auserwählte. Du heißt? Silvia. Und nochmal? Jana. Und Begleitung. Soll ich meine Begleitung auch? Genau. Ja, zeig mal. Auf jeden Fall, ich habe euch mit ausgesucht. Es war nämlich so, dass... Ach so, hallo. Hallo. Ich bin Mira. Mira ist von der Okay. Die Asia-Power hier. Ja. Patricia, hi. Das ist cool mit ihr zusammen. So. I don't know what to say. To finally see you, that's so cool. I feel like so embarrassed, but yeah, lovely to meet you too. Hier ist jetzt endlich das Hotelzimmer. Wir mussten erstmal unser Gepäck nur abgeben, weil wir direkt zum Dinner sind, also direkt vom Flugzeug zum Dinner eigentlich und haben halt die Mädels kennengelernt und so sieht es aus. Voll süß. Guck mal, was wir entdeckt haben. Hier gibt es sogar im Hotelzimmer eine Küche. Voll krass. So. Mit Induktionsplatte können wir noch kochen morgens. Und sogar eine Mini-Geschirrspülmaschine. Mein Freund sagte eben, die wir nicht mal zu Hause haben. Ja, ich spüle alles per Hand. Ich glaube, ich bin die einzige Person auf der Welt, die noch per Hand spült. Nein, Daumen hoch, wer auch mit der Hand spült noch. Ja, du spülst eh nicht. Jeder hat auch noch so eine Goodie Bag bekommen, Femme Fatale 2014. Voll süß gemacht. Und wir können ja mal zusammen auspacken. Oh, das sieht gut aus mit Honig. Das ist nämlich, steht alles auf Französisch, aber ein Wachs aus Honig. Oder mit Honig. Hm. Okay, cool. Und dann haben wir das, kennt ihr ja, hatte ich euch schon mal gezeigt. Easy Wax und dann noch eine Nachfüllpatrone für das Easy Wax. Ein Nagellack von Mavala in Rose. Ich bin sehr kaputt. Ich habe ja eigentlich Migräne heute. Nur eine leichte, ich meine, sonst könnte ich nicht reden und überhaupt das alles machen. Und sie vergeht auch langsam, aber ich spüre es halt immer noch. Es war immer so, ich habe das immer hier so im Kieferbereich. Mir geht es jetzt aber schon besser. Aber ich glaube, ich ruhe mich jetzt aus. Ja, wunderschön. Galerie Lafayette. Sehr hübsch, oder? Und hier die ganzen Balkone und so. Ist so schön gemacht. Ich liebe das. Echt hübsch. So, wir sind gerade in der Galerie Lafayette. Und die Mädels plus ihre Begleitung haben heute einen Personal Shopper und dürfen sich ein Kleid aussuchen hier. Bin mal gespannt. Ich bin gerade hier mit der Gruppe der Begleitung. Und wir sind hier im Hinterstübchen so. Wie viel hast du schon anprobiert? Ein Drittel.
Aber ich finde, die meisten ist schön. Sind so süß. Das ist voll schön. Findest du nicht? Das ist so süß. Achso, ist nicht so dein Style? Das ist sexy. Aha. Was ist damit? Ja, also extra das gefällt mir besser. Die Schuhe gekauft. Damit sie jetzt alles. Woher? Humanik. Das ist sehr schön. Mein Favorit bis jetzt. Hübsch. Aus der Schweiz. Wie heißt du nochmal? Nathalie. Nathalie. Ich war ins Fotostudio. Und dann machst du ein Victoire qui les attend à la réception. Vous, vous avez l'occasion de monter ou pas? Non. Je pense pas. Non. C'est ziemlich voll. Passe nicht mehr rein. Mais moi, j'avais dit, j'ai parlé avec Victoire. Et quand, en arrivant, je vais l'appeler pour qu'elle descende. Vor den Studios. Gehen wir gleich rein. Dann werden die Mädels alle fertig gemacht. Fotoshooting gestartet. Hey! Hey! Was? Sieht gut aus. Unser Mittagessen. Und wie heißt das Zeug? Ah, das heißt Baba Papa. Baba Papa, haben die gesagt, gell? Baba Papa. Baba Papa. Und glücklich? Ja, jetzt schon mit dem Zucker. So haben wir uns gerade verlaufen und deswegen müssen wir jetzt die Metro nehmen, weil wir falsch gefahren sind und wir sonst zu spät kommen. Deswegen müssen wir jetzt mal schnell machen. Wir können auch nicht mehr laufen. Meine Füße K.O. Aber so ist es halt immer, ne? Hier sieht es aus. So, ready für das große Finale heute Abend. Die warten schon alle draußen. Ist schon schön aufgebaut, ich zeige es euch gleich. Aber das ist mein Kleid. Das habe ich über ASOS gekauft. Marke weiß ich aber jetzt nicht mehr. Das schreibe ich in die Infobox. Und das sind meine Schuhe. So. Und das ist hinten so offen. Das finde ich voll schön. Yes. So, da sind sie alle. Alle Gewinnerinnen aus Europa. Wow. Und die Begleitungen sehe ich gerade. Die Begleitungen und die Gewinnerinnen. Vlog in Vlog Inception. Love Inception, Robin. Cool. So. Und hier ist der Catwalk. Hinterm Catwalk. Alle schon aufgeregt? Excited? Man sieht
die erste? You're the first one? No, three. Oh, okay. Aha. Almost the conclusion of the very exciting online competition we've had on the VIT Facebook page. Earlier this year, we launched a new advertising campaign for VIT, and this campaign was about the femme fatale, the iconic femme fatale. Sonntag und wir stehen jetzt hier gesammelt und stehen vor der Reklame, also vor der, wie sagt man, ja, vor der Reklame, ich kann nicht sprechen, ich habe wieder Kopfschmerzen, sorry. Und da können die Mädels gleich ihre ganzen Bilder sehen, die sie gestern geschossen haben. Ich zeige euch mal, wie krass groß das ist, richtig krass groß. Und das ist das. Schaut, also hier so, ne? Ich weiß nicht genau, wo wir uns befinden, aber auf jeden Fall Zentrum. Und das sind die alle von gestern. Krasse Bilder außerdem. Sieht super aus. Jetzt sind die Mädels auch endlich da. Jetzt können sie mal ihre Bilder das erste Mal selbst sehen. Aber sind wunderschön. Oh. Und, wie gefällt's dir?